Gut mit Frauen zu werden ist hart. Hi, hier ist der Marquardt. Willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich mit dir über die bittere Realität sprechen, die du als Mann erfahren wirst, zwangsweise, wenn du versuchst, dich in dem Thema Frauen zu verbessern, wenn du versuchst, viele Frauen kennenzulernen, wenn du versuchst, mit den richtig tollen Frauen, die dir wirklich gut gefallen, Sex zu haben. Also, hör mir mal gut zu. Wahrscheinlich hast du dir schon einige von meinen Videos angeschaut und du weißt, dass ich nicht allzu ein viel großes Blatt vor den Mund nehmen und dir einfach erzähle, wie es aussieht. Ja? Du wirst in dem Thema Frauen, wenn du wirklich erfolgreich werden möchtest, viel Enttäuschungen wahrnehmen müssen. Du kommst da gar nicht drum rum. Es ist Teil von deinem Erfolg. Ja? Also fail fast, fail often, fail forward. Und ich muss mich hier ganz kurz entschuldigen. Ich bin auch ein bisschen sehr angeschlagen. Ich bin ein bisschen krank. Deswegen, falls die Energy in dem Video nicht so rüberkommt, entschuldige mich, ich mich an der Stelle. Aber sei dir bewusst, Enttäuschungen ist ein extrem großer Teil, wenn nicht sogar der Hauptteil von diesem ganzen Thema. Und zwar auch besonders, weil du es ja nicht bei irgendwelchen Frauen probierst in aller Regel, ja, sondern bei denen, die dir sehr gut gefallen. Du möchtest als Mann ja gerade die Frauen kennenlernen, die dir gut gefallen, die du toll findest, die dir äußerlich gut gefallen. Aber nicht nur das, weil das ist ein bisschen oberflächlich, sondern auch noch die dir vom Charakter gut gefallen. Und was dann natürlich der Fall sein wird, ist, dass du dann besonders von denen auch, weil es für dich bei diesen Frauen schwieriger sein wird, weil die auch einfach mehr Angebot bekommen. Also von denen wirst du dann unproportional viel Ablehnung erfahren müssen. Und das ist Teil davon. Und gerade bei denen wird es dir extrem wehtun. Und es ist aber Teil, es ist sogar fester Bestandteil von deiner ganzen Reise in diesem Thema. Also ich bringe ja Männer nicht bei, wie sie irgendwelche Frauen kennenlernen, sondern wie sie die Frauen kennenlernen, die ihnen extrem gut gefallen. Und ich persönlich, wenn ich weggehe, dann mache ich auch nichts anderes. Ja. Ich konzentriere mich ja nicht auf alle Frauen, ich konzentriere mich auf ganz wenige Frauen, die ich extrem toll finde. Die will ich kennenlernen. Und ich kann dir von mir persönlich erzählen, dass ich in meinem Leben so viel Ablehnung erfahren habe, ja, so viel Zurückweisung, so viele Körbe bekommen habe. Gerade auch von so vielen Frauen, die mir so wahnsinnig toll gefallen haben, wie fast kein anderer Mann in ganz Deutschland. Ja. Aber gleichzeitig habe ich es dann dadurch, nur deswegen auch weiter geschafft als fast jeder andere Mann in Deutschland. Das Ganze geht so weit, dass du fast schon so einen kleinen emotionalen Masochismus brauchst. Also du musst diesen Schmerz, weil er kommt. Er kommt natürlich. Und je mehr du einstecken kannst, desto erfolgreicher wirst du. Ja. Du wirst krasse Enttäuschungen erleben. Aber du brauchst fast schon so einen emotionalen Masochismus, dass du diesen Schmerz willkommen heißt, dass du dich darauf einstellst, dass du dich vorbereitest, dass du ihn umarmst, wenn er da ist. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen poetisch oder pathetisch, aber soll es nicht. Ja, soll nicht so klingen. Das ist einfach die Realität. Ja. Aber du musst diesen Schmerz umarmen. Und ich kann dir von mir sagen, ich habe Männer kennengelernt in dem Thema, die sind sprichwörtlich, die waren weg, ja, haben Frauen kennengelernt, sind nach Hause gegangen, haben sprichwörtlich das Heulen angefangen, ja, weil es so schwer war, weil sie so viel Ablehnung erfahren durften. Ja. Und natürlich ist es für manche Frauen da draußen auch sehr schwer. Ja. Frauen, die kriegen halt eine andere Art von Ablehnung. Und ich bin auch kein Fan davon, dass man Frauen immer, wie soll ich sagen, dass wir als Männer immer sagen, ja, Frauen haben es leichter. Nee, die müssen sich auch anstrengen. Ja. Wenn du als Frau nicht gut aussiehst, wenn du als Frau nichts aus dir machst, dann kriegst du auch keine Aufmerksamkeit. Ja. Ich sage immer, der eine Vorteil, den wir Männer haben, ist, dass wir sprichwörtlich uns aussuchen können, zu wem wir hingehen und zu wem nicht, ja, also zu welcher Frau. Und ob die Frau dich dann mag oder nicht, bleibt natürlich ihr überlassen. Aber auch dir eigentlich, weil du kannst ja sozusagen an dir arbeiten, dich attraktiver zu gestalten. Frauen können das natürlich auch, ne, aber die sehen sich dann auch ganz gern, wie wir Männer, auch oft in dieser Opferrolle. Was viele Männer zum Beispiel machen, wenn sie halt sagen, ja, aber ich bin nur 1,60 und Frauen stehen halt nicht auf kleine Männer. Das ist genauso eine Opferrolle, wie wenn du sagen würdest, ja, du bist eine dicke Frau und dann sagst du halt, dass andere dran schuld sind, dass du dick bist oder so. Ja, ist eigentlich genau das Gleiche. Aber eine Sache, die dich in der ganzen Sache oder die dich in der ganzen Materie beruhigen darf, ist, also es sind alles schlussendlich nur Gefühle. Ja. Und es klingt vielleicht schwer, aber wenn du mal überlegst, heutzutage erfährst du eigentlich extrem wenigen physischen Schaden. Ja. Was für Männer persönlich auch vielleicht ein bisschen schwer ist, weil wir sind ja in diesem physischen, in diesem
da sind wir besser als Frauen. Ne? Heutzutage hast du aber diese psychologische Kriegsführung halt, was die Psyche angeht, ja. Vorzugsweise deine eigene Psyche. Also du bist selber mit deiner eigenen Psyche im Kampf, wenn du zum Beispiel arbeitest und dich versuchst nicht abzulenken. Ja? Mit den Frauen ist es halt, dass du mit diesen Abweisungen, mit dieser Zurückfuhr klarkommst, besonders bei denen, die dir extrem gut gefallen. Ja? Aber denk dir wirklich, schlussendlich sind es einfach alles nur Gefühle, mit denen du lernen musst, umzugehen. Und je besser du lernst, mit ihnen umzugehen und je mehr du auf die richtigen Gefühle hörst und die Gefühle, die schlecht für dich sind, ignorierst, desto weiter kommst du in der ganzen Sache. Eine andere Sache, die mir da auch gut geholfen ist, ist, verstehe einfach, dass dich eigentlich nichts verletzen kann, ja, zumindest was dir auch nicht physisch wehtut, wenn du dich nicht davon verletzen lässt. Ja. Also man sagt immer so schön, man kann nicht, man kann nicht entscheiden, was einem passiert, aber man kann immer damit entscheiden, wie man damit umgeht. Ja. Also du kannst nicht zu 100% entscheiden, ob du einen Korb von ihr bekommst oder nicht, weil sie hat ja auch ihre Agenda, aber du kannst immer entscheiden, wie du mit diesem Korb umgehst. Ja. Rollst du dich in ein kleines Schneckenhaus ein, bist du beleidigt, machst du einen auf beleidigte Leberwurst oder sagst du, die Welt ist doof, bla bla bla, oder gehst du da raus und holst dir den nächsten Korb. Ja. Also du kannst immer entscheiden, wie du damit umgehst. Du kannst entscheiden, ob du dich davon triggern lässt oder nicht. Du hast die Macht eigentlich. Ja. Und wenn andere Leute haben nur so viel Macht über dich, wie du ihnen gibst, sozusagen. Und das ist wirklich wichtig. Kurzes Beispiel dazu, wenn deine Ex-Freundin dich absichtlich abfacken will, ja, und mit irgendwelchen Freunden von dir Sex hat oder was auch immer, irgendwie so ein blödes Beispiel, ja, dann und das Ganze nur macht, um dich abzufacken, ja, dann kannst du selber sozusagen entscheiden, wie du darauf reagierst, ja. Lässt du dich davon hart emotional beeinflussen oder steckst du es einfach weg, ja, ignorierst du es einfach ein bisschen, ja. Natürlich ist es dann halt nicht mehr dein Kumpel, keine Frage, ne. Aber es liegt immer an dir, wie du mit den Dingen umgehst, sozusagen, die auf dich einprasseln. Und das ist eine Sache, die gibt dir schlussendlich sehr viel Macht in deinem Leben. Also ich hoffe, das Video demotiviert dich nicht, sondern ich hoffe, es motiviert dich. Sei dir wirklich bewusst, dir wird viel Scheiße in dem Thema passieren. Dir muss viel Scheiße in dem Thema passieren. Dir soll viel Scheiße in dem Thema passieren. Nur so lernst du und die guten Erfahrungen, die kommen zwangsweise mit der Scheiße. Ja? Also lern, wie du mit der Scheiße umgehst. Versuch die Scheiße nicht um keinen Preis zu bekommen, weil du kriegst sie eh. Ja? Jeder kriegt seinen fairen Teil davon. Okay, ich habe auch sehr viel bekommen. Ich habe sehr viel mehr bekommen als die allermeisten Männer da draußen. Und ich hoffe, dieses Video ermutigt dich, aber gibt dir auch ein realistischeres Bild dafür. Weil ich mag nicht diese Pussy-Talks, sag ich mal, ja, wo man zu, ich sag mal, empathisch auf die Leute eingeht. Ja? Ich zeig dir einfach, wie es aussieht. Ich sag dir, was die bittere Realität ist, in der du lebst. Aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. Falls du schneller vorwärts kommen möchtest in dem Thema, falls du aber auch gleichzeitig vielleicht weniger Enttäuschungen haben möchtest, ja, dann kann ich dir nur empfehlen, dass du auf mein Coaching kommst. Weil da bringe ich es dir einfach bei, wie du es richtig machst. Ich habe früher wahnsinnig viele Fehler gemacht. Was wirklich frustrierend ist, ist, wenn du den gleichen Fehler immer und immer und immer wiederholst, ohne dass du es weißt. Na, also wenn du Dinge machst, die falsch sind, von denen du gar nicht weißt, dass sie falsch sind oder dass du sie überhaupt machst. Weil in so einem Fall ist es natürlich schwierig, dich zu verbessern. Und genau für sowas ist ein Coaching da. Da gehe ich mit dir raus, da siehst du, wie ich das Ganze mache. Da sehe ich, was du falsch machst, wie du es machst, vielleicht auch, was du richtig machst. Ja, nicht jeder macht ja alles falsch. Ne? Aber das ist schön für dich, das wird dich motivieren. Und dann bist du in deiner Upward Spiral, wo du mehr Erfolg hast, wo es dir mehr Spaß macht, wo du mehr rausgehst und so weiter. Und da willst du hinkommen, dafür ist das Coaching da. Wenn du das Ganze ernst nimmst, geh auf meine Website, bewirb dich. Ich kann sagen, ich habe eigentlich fast keine Plätze mehr frei. Ja, ich mache Live-Coachings nur noch bis Sommer. Wenn du noch ein Live-Coaching haben möchtest, bewirb dich jetzt. Und wenn es gut passt, dann freue ich mich, dich auf dem Coaching zu sehen. Bis dann, mach's gut. Ciao.